Bisher bei Quantum Break. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hat. Es würde die Welt verändern. 2 Minuten in die Vergangenheit. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Der Nullzustand. Was haben wir getan? Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Wo ist Jack Joyce? Wo ist mein Bruder? Vielleicht kannst du sie noch einholen. Paul? Tut mir leid, Jack. Ich habe das nicht gewollt. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Starten Sie eine PR-Kampagne. Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Ja, moin moin, hier ist der Angelus und es geht weiter mit Quantum Break. Perfekt, um etwas zu verstecken. Akt 2. Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Das ist ja auch mal geil. Das ist die Szene aus der Episode. Aus der Sicht von Jack jetzt. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein. Denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot. So sind die Waffen also verschwunden. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. Danke für die Waffe, Arschloch. Beth Wilder hat ihre Tarnung riskiert, um sie zu retten. Hört sich nicht so an, als hätten sie sich revanchiert. Nein, habe ich nicht. So ohne Waffen seht ihr ganz schön bescheuert aus, Leute. Aber jetzt wissen wir echt, wie die Waffen verschwunden sind. Für die war das ja nur so ein Augenzwinkern und dann waren die Waffen weg. Und für Jack ist es hier echt so Zeitlupen-Sequenz, wo er hier aus diesem LKW rausgekommen ist. Das ist richtig cool. So, checken wir mal die Umgebung. Ob wir hier noch was finden können. Okay. Gibt hier nämlich hier in diesem Kapitel wieder vieles jetzt zu finden und so. Hey. Und wir können jetzt Chronoquellen finden, womit wir Fähigkeitspunkte bekommen. Und diese Fähigkeitspunkte können wir dann auch wieder... Das Industriegebiet. Warum bin ich hier? Ja, und warum hat dich jemand hierher gefahren? Ach, guck mal hier, das Bild. Genau die Szene von drin. Da waren wir doch schon mal in der Universität unterwegs und da war auch so ein Bild an der Wand, was auch so ein Zeitriss-Szenario gezeigt hat. Aber wer malt denn das? Und warum jetzt in der Lagerhalle drin genau das hier, was jetzt hier an der Wand ist? Wer macht diese Bilder? Kann da einer die Zukunft sehen und malt das vorher? Ich befinde mich ja immer gerade noch hier. Das ist ja eben gerade jetzt passiert. Aber diese Live-Action-Serie auch, ne? Die muss sich vor keiner richtigen Serie verstecken, meiner Meinung nach. Das ist echt professionell gemacht. Hier muss ich lang. Hochwertig ohne Ende. Richtig gut. Okay, zerstörbare Objekte. Setzen Sie Zeitblick Y ein, um zerstörbare Objekte hervorzuheben. Okay. Ich kann da jetzt gegenballern. Oh. Alles klar.
Das ist seltsam. Was ist das jetzt? Zeitschalter. Einige Zeitschalter erlauben es Jack, den Zeitstrang bestimmter Objekte zu manipulieren. Na, kann ich rückwärts laufen lassen. Toll, jetzt ist der Kran, das ist das Ding wieder oben. Nice. Okay, hält nicht lange an. Notiert. Okay, hält nicht lange an. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Okay, man sieht immer auf der rechten Seite dieses Zeitblick-Symbol, wie es immer so ab und zu blinkt. Und dann weiß man, irgendwo ist hier was. So, jetzt habe ich hier nämlich diese neue Sicht und damit werden mir nämlich Chronoquellen angezeigt, die mir Fertigkeitspunkte geben. Und da haben wir hier eine. Das ist immer da, wo dieser kleine Kreis ist. Da muss ich dann hingehen. Und dann kann ich hier die Fertigkeitspunkte sammeln. Chronokellen. 2 von 7 in diesem Gebiet gefunden. Upgrades. Okay. Und dann kann ich hier in den Upgrades Sachen lernen. Da habe ich hier schon erhöhter Fokus. Zeit fokussiert wird direkt nach dem Wuschen durch das Zielen mit LT ausgelöst. Dauert länger an. Das heißt, wenn ich damit jetzt jemand umwusche und dann waren die danach ja immer so ein bisschen benebelt. Das hält jetzt länger an bei mir. Und jetzt habe ich noch einen Fertigkeitspunkt. Das ist natürlich die Frage, ob ich jetzt spare, um mir die höheren Sachen zu holen. Die kosten nämlich hier teilweise 4 und so. Oder ob ich jetzt schon hier wieder was lerne. Weil das hier Zeitschild ist auch nicht so schlecht. Während sich Jack innerhalb des Radius des Zeitschildes befindet, erholt er sich schneller von Treffern. Und könnte auch vielleicht in der einen oder anderen Situation hilfreich sein. Dann werde ich nochmal einen Punkt draufsetzen. Hier ist es. Ah, gedrückt halten. Sorry. So. Das auch noch gelernt. So, es gibt nämlich jetzt in dieser Dings hier echt viele Sammelobjekte. Man sieht hier, ich habe erst ein Dokument gefunden. Okay. Großes Industriegebiet. Okay. Da muss ich rein. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich könnte da oben rüber. Muss ich hier irgendwo raufkommen? Kann ich hier? Hier kann ich doch klettern. Also von der Kiste aus hier, oder? Nee, das geht nicht. Ich kann doch hier rüber. Dafür ist das also gedacht. Das hier, dass ich das wieder hoch machen kann. Guck mal an. Jetzt kann ich hier rüber. Ich mache mir meine eigenen Wege. Hält eh nicht lange an. Und da ist er wieder unten. Das sind nochmal nette Gameplay-Elemente hier. Okay, immer schön darauf achten, ob das rechte Symbol blinkt. Damit ich hier ja nichts verpasse. Ne? Hier ist aber eigentlich jetzt nichts mehr. Sieht gut aus. Gehe ich jetzt hier mal durch die Tür. Noch immer nichts Neues von Burke zum Aufenthaltsort von Jack Joyce. Nun gut. Holt mich mit einem Helikopter an den Trockendocks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden. Ankunft des Helis. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen. Dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Konzentriert euch auf unsere PR-Kampagne. Amy Ferreros Geständnis wird in wenigen Minuten gesendet. Was ist mit Jack Joyce? Sobald das Geständnis gesendet wurde, wird die ganze Stadt nach ihm suchen. Er wird sich nirgends verstecken können. Er wird heute Nacht auftauchen. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Irgendwie weiß er, dass ich da auftauchen werde. Warum auch immer. Okay, schauen wir uns mal die Sachen hier an. Diese Tafel war der erste Hinweis. Monarch hatte eine riesige PR-Kampagne gestartet, um seinen Ruf zu schützen. Genau, das habe ich mir ausgesucht mit der PR-Kampagne. Das geht sogar auch voll gegen dich. Ich weiß ja nicht, ob ihr das in der Serie auch noch erkannt habt. Der Hacker von Monarch, der Typ, das ist einer von Prison Break, der hat da mitgespielt. Der hat den LJ gespielt, den Sohn von Lincoln. Älter geworden ist er, trägt jetzt Bart. Noch ein Laptop.
Leute, da rede ich gerade von Ihnen und da ist er ja. Das ist der Typ. Charlie Winkett heißt er. Das ist der Typ von Prison Break. Da gibt er auch schon Anweisungen, ja? Okay. Was haben wir hier noch? Die kann ich auf jeden Fall ein Sturmgewehr mitnehmen. Gut, dass es hier jemand hinterlassen hat. Und die Munition aufladen. Munition voll, Munition voll. So, nochmal hier den Blick checken. Ob ich alles hab. Nein, das Plakat noch nicht. Karte von Ground Zero, also die Universität. Grüne Zone, es kann zu geringen oder keinen Symptomen durch Kontakt mit Chronostrahlung kommen. Durchgehender Aufenthalt sollten 480 Minuten oder 8 Stunden nicht übersteigen. Dies ist ein Einsatzgebiet, es wird eine Zonenfreigabe für Stufe 4 benötigt. Okay, gelbe Zone, erhöht Dichte von Rechtschronopartikeln vorhanden. Aber hier muss durch Restchronopartikeln. Okay, und die rote Zone, möglicherweise irreversible Schäden durch Strahlung, außer einem Kronenschutzanzug wird getragen. Okay, da muss man einen Schutzanzug tragen schon. Man kann sich den Kernpunkt also nicht mehr nähern ohne Schutzanzug. Das ist krass. Okay, Zeitblick ist aktiviert und ich habe alles eingesammelt hier in diesem Raum. Dankeschön. Verlasse das Gebiet. Hey, was macht das Reaper-Team mit diesen Videokameras oben in A3? Offenbar wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnisvideos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um für etwas Ablenkung zu sorgen. Die Medien werden sich darauf stürzen und Amy wird gestehen, dass die Demonstranten hinter der Sache stecken. Glaubst du wirklich, das reicht? Wir haben ganz schön Radau gemacht. Du hast noch nicht gesehen, wie Serene und Hedge zur Höchstform auflaufen. 11 Minuten, nachdem wir verschwunden waren, hatten die Cleaner jedes Einschussloch zugespannt. Kontakt! Okay. Bisschen Krawall gemacht. Wow! Positive Identifikation von Joyce. Ah, hör doch mal auf, immer diese Granaten zu schmeißen. Oh. Ich will immer eine Ausweichrolle machen, Mann. Ich denke immer noch denke ich zu sehr an The Division. Ich kann hier nicht nach links, rechts Ausweichrollen machen. Ich kann nicht einfach so drücken. Der springt einfach nur so doof. Ich muss also früher weggehen bei den Granaten. Nicht versuchen wegzuspringen. Okay, jetzt treffe ich die alle drei. Doch nicht. Na, die sind nochmal weggeflogen. Die sind aber ganz schön aktiv, was Granatenschmeißen angeht, wenn man das mal so sagen darf. Unterstützungsfeuer! Unterstützungsfeuer? Okay, gebe ich dir gleich. Wird dir aber nicht gefallen, mein Unterstützungsfeuer. Ich wusch dich kaputt, Junge! Der hat keinen Helm aufgehabt. Wo ist jetzt der andere hin? Oh, das sind zwei! Boah, da kommt noch einer runtergefluckt. Distanz verkürzen! Ja, okay. Ist das kurz genug für dich? Ich glaube, das war cool. Oh, da ist noch einer. Es ist dieser Joyce. Es ist Joyce. Alter, ist das hier voll. Aufsperren! Hey, es ist Joyce. Wer macht Ärger? Ende. Hallo, wo seid ihr denn jetzt? Was? Hallo? Los, oh, zwei! Die einfach immer noch da ist. Wow, wow, wow. Oh, oh, er kommt jetzt von da. Komm echt immer von allen Seiten hier. Bam! Das war der letzte. Das sieht man ja immer schön. Das ist für Will. Kann ich die Schrotflinte mitnehmen? Habe ich jetzt noch mein Sturmgewehr? Ah, geil! Ich kann das auch tragen. Fette Tactic-Shotgun. Kann ich vielleicht so ranwuschen? Bam! Shotgun, Alter. Wie Teleport und Shotgun. Voll geil. Okay, den Raum sollte ich aber vielleicht nochmal checken hier. Die Großkaliberpistole nehme ich auch mit. Die ist geil. Okay, rote Kanister werden hier angezeigt. Was ist das? Achso, wieder nur die MP. Das war ein Nebenraum, der Rucksack. Ah, dass das Zeitblick immer weggeht, sobald ich mich bewege.
Aber ich glaube nicht, dass hier noch was liegt. Das ist also eine, nur eine Kampfarena. Finde ich aber gut, dass es nicht so viele Sachen gibt, die man einsammeln muss. Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Was für ein Lift? Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Aha, hier ist was. Ist das über mir? Ja. Da vorne ist der Lift, oder? Das Gestell da. Hier. Okay. Anscheinend braucht der Lift Strom. Mhm. Kein Strom. War ja klar. Wo sind denn... Müssten doch eigentlich Kabel lang führen, oder nicht? Das hier? Ich laufe einfach mal den Kabel nach. Ja, hier steht doch der Generator. Na also. Läuft? Telefon! Was ist das? Hallo? Jack, hier spricht Beth Wilder. Beth, ich? Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wildballernd durch die Lagerhalle zu rennen. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Krone- und Gewinnungsanlage von Monarch. Und Paul Serene befindet sich an den Trockendocks in der Nähe. Keine gute Mischung. Also sollten wir... Die Trockendocks. Wenn Paul bei den Trockendocks ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein, Jack, wir haben zurzeit nur eine Priorität. Und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen, und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest. Denk drüber nach. Na, schauen wir mal. Sie hat uns aber den Kommunikator gegeben. Interessant. Oh, Wahnsinn, der ist verdammt schnell, der Aufzug. Ja, der Kronepunkt, was ich da einsammeln kann, das ist da oben. Ah, da sehe ich das ja auch leuchten. Da sieht man das jetzt hier, diese weiße Wolke. Alles klar. Ah, ja, ja. Ich sag ja, der Fahrstuhl ist verdammt schnell. Okay, da bin ich. Checken wir mal den Raum und die ganzen Explosives. Jetzt nehmen wir uns hier den Fertigkeitspunkt noch mit. Drei von sieben. Upgrade-Anzeigen noch nicht, nee. Okay, den Raum können wir verlassen. Paul war weiter weg in den Trockendocks. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Okay. Begib dich zu Serene an den Trockendocks. Warte mal, ich kann... Na, ich dachte, hier wäre ein Loch. Mir verlangt haben, okay? Bitte, bitte lassen Sie mich einfach gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, Amy. Sie haben es gerade gesendet. Aber Hatch will noch ein Geständnis. Hast du das Skript? Ja, das hier ist etwas reflektierter, so in der Art. Ich wünschte, wir könnten das alles rückgängig machen. Dave wird das mit dir machen. Dave? Ihr nennt eure Namen. Ihr werdet mich nicht gehen lassen, oder? Ihr werdet mich niemals gehen lassen. Bitte. Ich habe nichts getan. Ich habe nur... Das ist nicht fair, oder? Nutze dieses Gefühl vor der Kamera. Die Demo ist außer Kontrolle geraten. Zum Glück war Monarch dort, um uns zu... Was war das? Scheiße. Gott, Mann. Hört auf! Hast du davon? Die Studentin! Das aber, guck mal, ne? Hätten wir... Jack Joyce. Nee, genau. Du... Von der Demo. Was machst du? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht, aber Sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben dich wozu gezwungen? Was ist hier los?
Sie haben mich dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu machen, für die Nachrichten wohl. Es tut mir so leid, Jack. Sie waren bewaffnet. Hey, was du auch getan hast, es ist nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Okay, also hätten wir die Studentin gekillt mit hier Paul, dann wäre die jetzt hier gar nicht anzutreffen gewesen. Okay, wir haben hier in dem Raum hier, da ist wieder ein neuer Skillpunkt zu sehen, hinten. PC. Oh Gott, ich wusste, dass Monarch etwas im Schilde führt, aber das ist total krank. Das stimmt. Da geht es um die Gala heute Nacht, wo wir vielleicht auch noch hinkommen. Und immer reden sie davon, dass das Paul Medikamente nehmen soll. Und dann gab es ja auch noch die Szene, guck mal, hier ist der Greenscreen, den sie aufgebaut haben. Die Szene, wo sich der Martin Hedge so Augentropfen reingemacht hat, ne? In der Live-Action-Episode. Das frage ich mich auch, was es damit auf sich hat. Ach, guck mal hier, Augentropfenfläschchen. Martin Hedge Rezept enthält Chronon. Da sind Chronoteilchen drin in den Augentropfen. Warum? Weil man dann was sieht, was andere nicht sehen? Das ist sehr interessant. Okay. Hier ist nichts mehr. Reden wir nochmal mit Amy. Hör zu, ich muss zu den Trockendocks. Kennst du den Weg? Nein, ich glaube nicht. Aber sie haben mich durch eine Sicherheitsstation in der Nähe hingebracht. Ich kann dir helfen, dort durchzukommen. Ich schulde es dir. Okay. Die Sicherheitsstation ist gleich da drüben. Ich wusste, dass Monarch eine dunkle Seite hat, aber das? Sie kontrollieren die gesamten Medien, einfach alles. Das hier können Sie nicht vertuschen. Die Sache ist zu groß. Das können Sie. Glaub's mir. Okay, da unten in der Gasse hier, da scheint der Chronopunkt zu sein. Wir haben jetzt Amy an unserer Seite und ich glaube, ich werde hier nur einen Schnitt setzen für die Aufnahme. Das geht, ist nämlich ein bisschen länger, der Teil hier. Und was man auch daran sieht, dass es hier verdammt viele Sammelobjekte gibt. Und ich bin jetzt bei 50%. Das passt ja. Wenn ich jetzt hier in der nächsten Folge die anderen 50% finde. Oh, ich glaube, ich habe da aber schon wieder... Nee, die habe ich alle, ne? Ja. Blau heißt, ich habe sie eingesammelt. Ground Zero-Operation betrachten. Und die habe ich neu, genau. Ja, 50% habe ich schon. Den Rest finde ich auch noch und dann hole ich mir in der nächsten Folge die zweiten 50% und dann sollten wir auch durch Teil 1 dann, denke ich, durch sein. Also Leute, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier wieder in der Gameplay-Folge von Quantum Break. Und wie gesagt, Leute, mir gefällt das Spiel bisher so, so gut und ich habe richtig Spaß bei dem Let's Play und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und ja, wenn ihr das Let's Play, wie gesagt, unterstützen wollt, dann lasst eine Bewertung da und einen Kommentar. Alles freiwillig, wenn, ja, also könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Aber mich würde es schon unterstützen. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Quantum Break. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.